Ich möchte in dieser Folge ein sehr, sehr wichtiges Thema ansprechen, was mich schon seit gestern echt berührt hat. Oh, berührt. Spaß. Ja, was mich schon echt ein bisschen geärgert hat, aber auch ein bisschen verstehen kann. Hey und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Games. Heute spielen wir das Kit Schinken. Mit dem Schinken Kit kann man oder hat man für 5 Sekunden 4 verstärkende Effekte. Und zwar hat man einmal Speed, Resistance, Regeneration und Strange. Und diese 4 OP-Effekte hat man einfach für 5 Sekunden. Das ist richtig OP einfach. Aber gut, wir versuchen einfach mal das Kit. Das ist jetzt gerade meine erste Runde hier. Und ich hoffe, das klappt auch sehr gut. Und übrigens, wir spielen auf der Map Small Mountains. Ich habe mir diese Map extra ausgewählt oder habe dafür extra lange gewartet, bis die kommt. Weil ich finde, solche atmosphärischen Maps und auch spannende Maps mit so kleinen Hügeln oder Bergen sind einfach viel spannender und halt atmosphärischer zum Schauen, als wenn ich hier irgendwie so eine kleine Wüstenmap nehme. Deshalb kommt heute oder spielen wir auf dieser Small Mountains Map. Ich finde aber, die ist auch sehr selten irgendwie. Also die, dafür musste ich echt lange warten, bis die erstmal dran kommt. Aber gut, was man alles nicht so tut. Ich möchte in dieser Folge ein sehr, sehr wichtiges Thema ansprechen, was mich schon seit gestern echt berührt hat. Oh, berührt. Spaß. Ja, was mich schon echt ein bisschen geärgert hat, aber auch ein bisschen verstehen kann. Aber dazu kommen wir erst gleich, wenn ich erstmal ein bisschen Rüstung habe. Und was ich noch sagen wollte, und zwar, was ich noch richtig geil finde an diesem Schinken-Kit ist, dass man diesen Schinken hier, den man hat, der ist unverbrauchbar. Also der ist einfach, du kannst den tausendmal essen, der ist nicht verbrauchbar. Erstens. Zweitens, den muss man nicht essen. Also man muss nur kurz draufklicken, dann ist er den automatisch einfach. Auch richtig geil. Und das Kit hier, das ist ein nicht kaufbares Kit. Also es ist ein Kit, was man als Premium-User geschenkt kriegt. Richtig nice auf jeden Fall. Und, oh mein Gott, da verfolgt mich jemand. Okay. Wir müssen ein bisschen abbauen, weil ich habe gerade noch kein Eisen. Also ich habe nur einen einzigen, obwohl ich halt ein bisschen mehr brauche. So, jetzt einmal essen. Zack, jetzt haben wir für 5 Sekunden ein paar Effekte hier, wie man sehen kann. So, fangen jetzt einfach mal an, das Thema anzusprechen. Ich habe zwar keine Rüstung, aber egal. So, okay, wir haben jetzt ein bisschen Gold bekommen. Auch sehr nice. So, auf jeden Fall. Habe ich ja gestern das Nebenvideo hochgeladen. Das Video kam sehr, sehr gut an, mit über 260 Likes, was ich niemals gedacht hätte eigentlich, weil für so ein Video hätte ich niemals gedacht, dass ich so viele Likes kriege. Nochmal ein großes Dankeschön an euch alle oder an die, die das Video positiv bewertet hatten. Und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Großes Dankeschön an die, die das positiv bewertet hatten und auch positiv kommentiert hatten. Sehr, sehr nett auf jeden Fall. Und och, jetzt schon wieder auf mich oder wie? Geht jetzt auf mich drauf? Keine Ahnung. So, so, auf jeden Fall, vielen Dank an alle, die das positiv bewertet hatten und auch positiv kommentiert hatten. Aber es gab auch wiederum sehr viele negative Kommentare, was bei mir eigentlich nicht, ich sag mal, kann man das am besten sagen? Ja, was bei mir halt nicht normal ist. Ich hatte zwar viele negative Kommentare, aber das war halt um einiges mehr, was ich zwar verstehen konnte oder wiederum auch nicht. Also es war komisch, aber sagen wir, es war ganz normal. Auf jeden Fall habe ich ja das Lehmvideo hochgeladen und viele haben gesagt, das Video wäre klickgeil. Das habe ich nicht nur einmal gelesen, sondern auch mehrmals. Aber ich muss dazu sagen, ich konnte nichts anderes hochladen. Ich musste das Video hochladen oder es wäre gar nichts gekommen, weil es war so bei mir, ich habe seit Wochen oder Monaten das eine Problem gehabt, Minecraft funktioniert nicht, also man kann spielen, aber ich habe Frame Drops, also ich habe irgendwie 10 FPS beim Aufnehmen, voll unlogisch, auch wenn ich nicht aufnehme, hatte ich irgendwie 10 FPS und dann habe ich das Problem gefunden und es lag an der Java-Version, also nicht Java-Version, sondern ich muss halt mehr RAM zuweisen und es lag an Java zugleich. Aber jetzt habe ich das Problem halt behoben. Jetzt geht es einigermaßen noch. Also ist jetzt nicht mehr so schlimm, aber man merkt auch, ich habe ein bisschen Lags noch. Auf jeden Fall. So. Konnte ich nichts anderes bringen, außer das. Also außer das Lehmvideo.
entweder halt Lebenvideo oder gar nichts. Und ich musste dann halt das Lebenvideo hochladen, also besser das Lebenvideo als gar nichts. Und viele waren dann halt auch glücklich, dass ich das hochladen habe als gar nichts. Aber viele wiederum haben das auch nicht gecheckt oder nicht gehört, dass ich das hochladen soll, musste sozusagen, weil ich wollte das unbedingt hochladen und oder ich musste auch sozusagen, weil sonst hätte ich ja nichts hochladen können oder müssen. Auf jeden Fall. Da muss ich das dann halt hochladen. Und ne, der kommt nicht. Beste, dann können wir zack machen. Und oh, er kommt jetzt, oder? Okay, getroffen. So, dann habe ich halt wirklich diese ganzen Kommentare gelesen mit Klick, geil, Klick. Da dachte ich mir erst so, oh nein. Also ich dachte mir dann eben so, nein, ey, was ist das denn? Weil ich habe für das Video, viele sagen, das Video ist kein bisschen Arbeit gewesen für den Schnitt. Viele haben gar nicht die Arbeit gesehen, was in den Videos rein... Danke für die Sachen, was ich in den Videos reingesteckt habe. Viele haben gedacht, ja, hier ganz kurz gerendert hier, ne? Aber in Wirklichkeit war das nicht so, was ich echt schade fand, dass viele dann gedacht haben, geil, wir haben richtig geile Sachen bekommen. Ja, das Video, da gab gar keine, da, du hast gar keine Mühe gegeben, dies, das. Da war ich echt ein bisschen sauer, dass meine Arbeit, die ich da reingesteckt habe, nicht so geschätzt wurde. Oder eigentlich auch nie geschätzt wird, meine Arbeit. Was ich echt ein bisschen scheiße finde. Karl S. Der heißt einfach Karl S. Er heißt einfach Karl S. Oh mein Gott. Karl S. hätte mich fast getötet. Okay, Karl S. Oh mein Gott, Karl, es tötet mich. Oh mein Gott, Karl, es tötet mich. Karl, es tötet mich. Oh mein Gott, das war so knapp jetzt. So, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ohne, dass ich mich jetzt hier störe. Aber Karl S. will unbedingt Stress irgendwie, ne? Ist mir hier aufgefallen gerade. Oh mein Gott, Karl ist wieder hinter mir. Oh mein Gott, Karl S. Oh, Karl S. greift mich an. Ey, sein Name einfach Beste. Er ist einfach nur Karl S. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Bester Name auf jeden Fall. So, da war ich halt ein bisschen... Schreibt Hacker, aber ich habe nichts gemacht. Ich rede über das Thema. Er greift mich an. Stirb durch Fallschaden, schreibt Hacker. Karl S. Bester Mann auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir sind uns in der nächsten Runde. So, das war auch in der nächsten Runde. Ich habe keine Ahnung, wie ich irgendwie gewonnen habe. Ich glaube, das war, dass der Fallschaden so bekommen hat. Ey, richtig komisch irgendwie. Okay. Voll komisch, ich weiß es nicht. Aber ich habe das Thema angesprochen auf jeden Fall. Ich war ein bisschen genervt, dass halt diese Arbeit, die ich da reingesteckt habe, nicht geschätzt wurde. Was ich echt schade fand, weil ich habe mir so viel Mühe gegeben in diesem Video. Klar merkt man das nicht. Man denkt, ja, da sind keine Special Effects drin. Gar keine Arbeit. Aber man weiß gar nicht, was ich da noch reingesteckt habe, was man nicht gesehen hat. Das finde ich echt ein bisschen schade. Da war ich ein bisschen genervt an dem Tag, weil ich war echt ein bisschen reizbar an dem Tag. Aber hab trotzdem, oh mein Gott. Hab trotzdem normal weitergemacht mit den Videos. War ein bisschen genervt an dem Tag, aber gut. Ja. Aber das war das Thema auf jeden Fall. Ich war ein bisschen genervt, also... Ja, das mit dem Klickgeil. Aber was ich noch dazu sagen wollte, die haben auch viel geschrieben, das wäre Klickgeil. Was ich jetzt nur noch sagen wollte. Das, was ich jetzt sage, klingt vielleicht arrogant, soll es aber nicht sein, weil... Ich habe auf jedem Video 3.000 bis 4.000 Klicks, ja? Das ist für mich eine unvorstellbare Zahl. Sonst hätte ich in meinem Leben nicht gedacht, dass ich 3.000 bis 4.000 aktive Zuschauer habe auf meinem Kanal. Also die aktiv meine Videos verfolgen, aber nicht liken. Hätte ich niemals gedacht, dass ich wirklich so viele Zuschauer haben werde. Und auf diese Zahl bin ich stolz, aber würde damit nicht angeben. Oder... Oh mein Gott, da sind welche... Oder, oh ja, der hat einen Bogen. Bam, ich muss hier kurz weg. Zack. Okay, hat nicht irgendwie ganz geklappt. So, komm, leck mich. Zack. Lol, es leckt.
Der gibt mir einfach nur einen Hit und ich bin fast tot. So. Auf jeden Fall habe ich halt so viele Klicks, was ich echt nicht glauben kann, dass ich so viele Zuschauer habe, die meine Videos verfolgen. Und die machen ein Team. Ist das nicht verboten? Das finde ich jetzt ein bisschen scheiße jetzt gerade. Dass die Team machen. Ja, finde ich echt ein bisschen scheiße. Konnte nichts machen. Mich haben drei Leute angegriffen, aber gut. Das war's jetzt eigentlich von dieser Folge heute. Ich bin nicht Klickgeil. Ich brauche keine Klicks. Also klar, an sich brauche ich... Also es ist ja komisch, dass ich jetzt sage, ich brauche keine Klicks. Also Klicks sind für mich schon wichtig, aber ich würde jetzt nicht dafür betteln oder irgendwie Videos hochladen, wo ich Klicks generieren kann. Das ist für mich eigentlich völlig unwichtig, aber wenn ich viele Klicks kriegen würde, also dass ich viele aktive Zuschauer habe, würde ich mich freuen. Aber ich würde dazu niemals ein Video machen, wo ich irgendwie Zuschauer, also Klicks generieren möchte. Das erstmal so gesagt. Also für die Leute, die sagen, du bist klickgeil, stimmt nicht. Die Leute, mit denen ich immer jeden Tag auf dem TS rede, wissen, dass ich halt nicht klickgeil bin. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und ciao.